Hallo, ich bin die Kurze. Und ich bin Kitten. Wir wollen euch heute wieder neue Plugins und Befehle bei uns hier auf Kashagen vorstellen. So, jetzt wollen wir euch mal unsere Ingame-Post vorstellen. Das geht ganz einfach, indem ihr einfach den Chat öffnet und /letter und eure Nachricht eingibt. Das sieht ungefähr so aus. Dann erhaltet ihr so eine Karte mit der Nachricht in eurem Inventar. Um sie natürlich jetzt losschicken zu können, müsst ihr wieder den Chat öffnen. Und /post und den jeweiligen Spielernamen eingeben. Bei mir ist das nun Kim. So, ich schicke das mal los. Dazu wäre noch zu sagen, dass ihr diese Briefe nicht nur an Online-Spieler verschicken könnt. Natürlich, wenn eure Freunde oder Freundinnen offline sind, könnt ihr denen auch so eine Nachricht hinterlassen. Der Postbote bringt sie dann beim nächsten Mal, wenn euer Freund oder eure Freundin online ist. So, Kitten, warten wir mal, bis der Postbote kommt. Den Postboten selbst erkennt ihr an einem Bücherregal, was er in der Hand trägt. Was man natürlich nicht vergessen darf zu sagen ist, dass die Post vollkommen privat ist. Also ihr könnt da alles Mögliche reinschreiben, es kann niemand außer euch lesen. Beziehungsweise es kann niemand außer den, für den die Nachricht ist, lesen. Und wenn du dich mal umdrehst kurz, siehst du, dass die Post auch schon da ist. Oje, ein Enderman! Hilfe! Nein, das ist unser Briefträger, den erkennt er an dem Bücherregal in seiner Hand. Natürlich haben wir hier auch noch normal Endermans, jedoch der ist weg. Ihr seht schon, der Postbote, wenn man die Post nicht abholt, verschwindet sofort wieder. Der kommt aber innerhalb von 60 Sekunden bis 5 Minuten wieder mal vorbei und bringt euch noch einmal die Post, so lange, bis ihr die Post abgeholt habt. Die Post selbst holt ihr ab, indem ihr ihn einfach anhaut. Dann lässt er die Karte, wo die Nachricht draufsteht, fallen und der andere Spieler kann sie einfach aufsammeln. Da ist er schon wieder. Ha, so, wenn wir ihn jetzt mal schlagen, sehen wir, ich habe die Nachricht aufgenommen und... So, Kitten, schmeiß mir mal die Nachricht hin und mal sehen, ob ich sie lesen kann. Schließlich habe ich sie geschrieben. So, mal sehen. Und ihr seht, das geht nicht. Can we this later? Da steht, dass die Nachricht nur für Kitten ist. Naja. Hier, Kitten, da hast du deine Nachricht wieder. Danke. Bis später. So, nun zeige ich euch, wie ein Gate funktioniert. Es ist eigentlich ein ganz simples Prinzip. Ihr seht, hier haben wir ein Gestell, wo ein Zaun drin ist. So, da kann man natürlich durchdringen. Wenn man jedoch dieses Schild sieht, worauf ich jetzt Rechtsklick mache, öffnet sich das Gate und kann durchgehen. So, und ich zeige euch jetzt mal, wie man das baut. Ihr braucht eigentlich nur etwas, wo ihr den Zaun hineinfüllt und ein Schild und natürlich Zaun an sich. Dann macht ein Schild an den Rahmen und schreibt in der zweiten Zeile in eckigen Klammern Gate. So, und das war's eigentlich auch schon. Jetzt könnt ihr mit rechts und links klicken. Gibt's das auch für Metallzäune? Ja, natürlich. Es ist immer auch dasselbe. Jedoch, dafür müsst ihr dann etwas anderes machen. Und zwar einen anderen Befehl. So, jetzt baue ich mal schnell das Eisengitter.
So, ihr braucht wieder eine Umrahmung. So, wieder müsst ihr in eine eckige Klammer machen, Gate hinschreiben. Jedoch diesmal kommt hinter das Gate noch ein 1, 0, einem, wieder in eckigen Klammern, dann darunter ein 1, 0, 1. So, und dann geht das Ganze auch für Eisen. Man kann natürlich auch die beiden Gates mit einem Player-Detektor verbinden, jedoch das zeigen wir euch in einem anderen Video. Und man kann, wie man hier sieht, das Tor nicht einfach zerstören, man müsste erst das Schild wegmachen, um den Zaun bzw. das Eisengitter zu zerstören. Das waren Kitten und Kurze. Wir stellten vor Dinge, die es auf Karthagen gibt. So, das war's dann und wir sehen uns das nächste Mal wieder zu einer weiteren Folge von Karthagen stellt vor.